Ich würde sagen, wir fangen an, wir starten. Herzlich willkommen nochmal zu unserem Webinar, ja, was das Thema Rentabilität und den Einfluss des Lagers darauf über den Customer Lifetime Value bedeutet. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Konstantin, werde euch heute die Insights geben, freue mich nachher auf eure Fragen und ja, lasst uns einfach mal loslegen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr jetzt in der Vorbereitung für die Busy Season, für die heiße Endphase des Jahres, die Zeit gefunden habt, hier teilzunehmen. Und mich würde direkt mal interessieren, wie geht's euch heute? Fühlt ihr euch gut vorbereitet? Seid ihr dabei oder sagt ihr, hey, da ist noch einiges zu tun. Die halbe Stunde nehme ich mir, aber mehr Zeit habe ich auch nicht. Ihr könnt jetzt hier abstimmen. Und ich sehe schon, ja, mindestens eine Person ist extrem gut vorbereitet. Bisher 100%. Relativiert sich ein bisschen. Okay, stimmt ruhig ab. Wir schließen dann gleich die Umfrage wieder. Aber zumindest seid ihr überwiegend gut vorbereitet und habt wahrscheinlich aus den letzten Jahren gelernt. Ja, es verbessert nochmal ein bisschen. Es gibt immer Luft nach oben. Das ist auch völlig okay. Soll heute aber überhaupt nicht das Thema sein. Es ist nur immer natürlich, ja, die Zeit ist spannend und es gibt noch viel vorzubereiten. Deswegen danke für eure Abstimmung. So, heute soll es darum gehen, ja, das Spiel um die Rentabilität gewinnen. Welchen Einfluss hat eigentlich das Lager auf euren Customer Lifetime Value? Und um der Frage nachzugehen, möchte ich euch erstmal einen kleinen Einblick geben, was ist eigentlich der Customer Lifetime Value? Dann, ja, was hat das Lager damit zu tun? Und wie könnt ihr das Lager wirklich als Erfolgsfaktor nutzen und nicht nur als schwarzes Loch, wo einfach viel Geld reingesteckt werden muss, beziehungsweise wo immer Fehler passieren. Ich bin Konstantin, wie gesagt, bei Pulpo zuständig für Vertrieb und Partnerschaften und freue mich, euch heute dabei zu haben. So, dann steigen wir direkt ein. Ja, was ist eigentlich der Customer Lifetime Value? Ich lese mal vor, der Customer Lifetime Value ist eine Metrik, die den Wert eines Kunden darstellt, indem sie die prognostizierten Gesamteinnahmen eines Online-Shops von einem Kunden berücksichtigt. Das ist ein bisschen kryptisch, deswegen haben wir es hier mal runtergedampft. Ja, also, wenn wir auf das Eurozeichen schauen, das ist der Wert des Einkaufs eines Kunden, ja, üblicherweise der durchschnittliche Wert. Die Stoppuhr steht sinnbildlich für die Kauffrequenz oder die Häufigkeit, die ein Kunde zurückkehrt und kauft. Und der Kalender bedeutet, wie lange bleibt der Kunde eigentlich ein Kunde? Kauft er nur einmal oder kauft er über eine lange Zeit, über viele Jahre im besten Fall regelmäßig? Und das bestimmt am Ende dann den Customer Lifetime Value. Was bringt mir das Ganze? Was sagt mir der Customer Lifetime Value? Naja, wenn ich mir die Anzahl aller meiner Kunden anschaue, hier auf der Y-Achse abgetragen und die Zeit in Betracht ziehe, dann fällt auf, dass ich, wenn ich das Ganze, ja, als so eine Normalverteilung mir anschaue, habe ich immer in der Mitte so die üblichen Kunden, die einen durchschnittlichen Warenkorb haben, die durchschnittlich oft kaufen und das auch durchschnittlich lange tun. Links davon, ja, hier in gelb-orange dargestellt, habe ich die, ja, sinnbildlich 20% der Kunden, die meistens nur einmal kaufen. Ja, vielleicht, weil ich genau in der Busy Season, Black Week oder Weihnachtsgeschäft, wieder viel Werbung geschaltet habe, die einmal zu mir kommen, weil ich die günstigsten Angebote beworben habe oder weil ich ein bestimmtes Offering habe, was es in dem Jahr nur einmal gab. Das Interessante aber ist auf der rechten Seite der Customer Lifetime Value 3 hier. Das sind nämlich die 20% der Kunden,
die meine loyalen VIP-Kunden sind. Warum sind das VIP-Kunden? Weil die einen recht hohen Warenkorbwert haben, weil sie regelmäßig bei mir einkaufen und weil sie das über einen langen Zeitraum tun. Und genau auf diese Kunden möchte ich mich ja fokussieren, weil ich am Anfang recht viel Geld in die Kundenakquise gesteckt habe. Das heißt, ich habe Werbung geschaltet, ich habe meinen Online-Shop nochmal frisch gemacht und so weiter und so fort. Ich habe viel Geld investiert, um einen Kunden bedienen zu können. Und dann möchte ich natürlich, dass sich das auch über die Zeit rentiert und sich irgendwann die Kundenakquisitionskosten, Customer Acquisition Cost, amortisieren durch den Customer Lifetime Value. Und im besten Fall steigt der immer weiter an, sodass ich dann Profitabilität über bestimmte Kunden erreiche. So, warum ist der Customer Lifetime Value wichtig? Ich kann darüber eine Rentabilitätsanalyse fahren, auf der Basis Kunden priorisieren und natürlich generell eine Verbesserung der Kundenbeziehung anstreben beziehungsweise einen Fokus auf wiederkehrende Kunden legen. Jetzt gibt es neben dieser schematischen Berechnung, die ich euch eben gezeigt habe, gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Beispielsweise eine Kapitalwertmethode, wo ich die zukünftig erwarteten Umsätze mit einem Kunden abzinse und auf die heutige Zeit projiziere. Es gibt die Durchschnittsbetrachtung und es gibt mittlerweile auch vorausschauende Betrachtungen, die auf KI basieren und relativ komplex sind. Wie auch immer ihr es berechnet, am Ende des Tages geht es darum, wiederkehrende, zufriedene Kunden zu generieren. So, jetzt würde mich direkt interessieren, wer von euch nutzt dieses Konzept, das Customer Lifetime Value bereits, beziehungsweise ist sich dessen am mindestens bewusst? Wir haben wieder eine Umfrage gestartet. Es wird teilweise schon in Betracht gezogen, das Konzept. Sieht ja schon mal gut aus. So. Ja, also es scheint so, als wäre das Konzept bekannt. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, was hat das Ganze eigentlich mit eurem Lager zu tun? Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Denn das Lager hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie die Kundenerfahrung und die Kundenzufriedenheit am Ende des Tages gestrickt ist, nachdem der Kaufbutton gedrückt wurde. So, nochmal kurz, um das Ganze einzuordnen. Ihr tut vieles, um das Geschäft aufzubauen, um die Awareness beim Kunden zu bekommen und um zahlende Kunden in euren Shop oder auf den Plattformen zu erreichen. Ihr macht Kampagnen, ihr kauft Waren ein, ihr macht euch Gedanken, wie ihr diese Waren handelt und am Ende des Tages, wie die natürlich zu eurem Kunden geschippert werden und mit welchen Dienstleistern ihr das macht. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die beim Thema Kundenzufriedenheit zusammenspielen müssen. Und ja, mein Shop muss gut aussehen. Ja, ich muss zielführende und zielgruppengerechte Werbung schalten natürlich. Ich muss die richtigen Waren in richtiger Menge auf Lager haben. Und am Ende muss ich natürlich schauen, dass die Bestellungen, so wie sie reinkommen, auch in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Qualität den Kunden erreichen. So. Und gerade in der Post-Purchase-Experience, das heißt, der Kunde hat seinen Warenkorb angelegt, ausgecheckt, indem er auf Kaufen gedrückt hat und hat dann bezahlt. Und wenn die Experience dahinter schlecht ist, das heißt die ganze Abwicklung, bis das Paket den Kunden erreicht, dann steigt die Unzufriedenheit und im schlimmsten Fall wird eure Marke oder euer Shop nachhaltig geschädigt. Das hat dann zwangsläufig einen schlechten Customer Lifetime Value zur Folge, weil wer
eben uns angeschaut haben, nur wenn der Kunde regelmäßig und lange bei euch bleibt, ist er vermutlich auch ein profitabler Kunde. So, das Lager kann also entscheidend dazu beitragen, diesen Customer Lifetime Value und die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Ganz, ganz wichtig. Wir haben gelernt, vor allem durch Amazon, dass ein Paket innerhalb eines oder zwei Tagen beim Kunden sein muss. Das ist die Kundenerwartung da draußen. Und man wird schon ganz kribbelig, wenn nach zwei Tagen der Paketdienst noch nicht geklingelt hat. Das heißt, einen schnellen Versand zu gewährleisten, ist essentiell. Was heißt das aber konkret fürs Lager? Das heißt, Prozessoptimierung im Lager. Das heißt, Durchlaufzeiten erhöhen. Das heißt, auch genau zu wissen, wo welche Artikel lagern im Zweifel und diese dann schnell aus dem Lager rauszubekommen. Ganz wichtig hier auch, Labeldruck direkt integrieren. Pulpo WMS integriert beispielsweise mit Shipment-Plattformen direkt im Backend und im Verpackungsprozess werden direkt die Versandlabel gezogen und können ausgedruckt werden. Ganz, ganz wichtig, es sind alles kleine Teile, die dann aber zusammenspielen und die Lieferzeit optimieren. So, Thema Fehler. Das ist ein ganz, ganz häufiges Thema, was uns erreicht, wo Interessenten oder unsere Kunden sagen, Mensch, wir haben ja das in der Vergangenheit nur gemacht. Wir haben mit Zettel und Stift kommissioniert, gepickt und unser Lager gemanagt. Da konnten ja nur Fehler passieren. Es wurden entweder falsche Artikel gepickt und verpackt, rausgeschickt. Es hat zu lange gedauert. Artikel waren nicht dort gelagert, wo man sie vermutet hat und so weiter und so fort. Das heißt, mit einem einfachen und intuitiven System die ganzen Prozesse zu unterstützen, zu managen und zu optimieren, ist essentiell, um Fehler zu vermeiden und die richtigen Waren zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Empfänger zu bekommen. Thema Kommunikation. Ja, Kommunikation mit den Kunden ist sowieso essentiell wichtig. Vor allem, wenn es beispielsweise um Verzögerungen geht. Ja, deswegen, was wir machen, ist beispielsweise Tracking-Nummern und Paketdaten an bestimmte Systeme zurückzumelden, ja, ans ERP-System beispielsweise. Und auf der Basis können dann entweder über das ERP-System oder über die Shipping-Plattform Statusmeldungen an den Kunden geschickt werden. Verzögerungen sollten sie mal passieren, kann man so proaktiv natürlich vorbeugen und dann die Unzufriedenheit, die daraus resultiert, minimieren. Ja, und das Ganze sollte natürlich aus eurer Sicht maximal automatisiert werden, ja, dass ihr damit nichts zu tun habt und dass die Kommunikation einfach und effizient direkt über die entsprechenden Systeme läuft. Dafür ist es natürlich wichtig, dass die Systeme miteinander sprechen und dass die Informationen zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind. So, dann als viertes Thema das Thema Retourenhandling. Ganz, ganz wichtig, vor allem in der heißen Phase, aber ja, auch durchgängig durchs ganze Jahr. Retouren sind im Onlinehandel einfach ein Fakt. Und diese sollten so einfach und kundenorientiert wie möglich gestaltet sein und für euch natürlich eine möglichst schnelle Bearbeitung der Retouren ermöglichen. Wenn also das Lagerverwaltungssystem mit den anderen Systemen, wie beispielsweise dem Shop- oder ERP-System, integriert ist und auch mein Retourenportal integriert ist, dann kann ich direkt Informationen empfangen, gegen die ich dann eine Retoure auch wieder vereinnahme, die ich dann einer Order wiederum automatisch zuordnen kann und so einen sehr einfachen und gestreamlineden End-to-End-Prozess habe, wie ich die Waren aus dem Lager raus zum richtigen Kunden bekomme, aber auch im Fall einer Retoure wieder zurück. So, das waren jetzt einige Impulse, einige Prozesse, die man optimieren kann, einige Felder, die man besser im Griff hat mit einem richtigen Lagerverwaltungssystem. Und dazu einfach noch zwei Kundenbeispiele, wodurch unsere Kunden einfach einen hohen Wert heben. Beispielsweise Emma Matratzen. Ja, man kennt sie, man kennt die Werbung. Emma ist mittlerweile der weltweit größte Online-Matratzenhändler und macht
nahe 1 Milliarde Umsatz im Moment. Warum hat sich Emma für Pulpo WMS entschieden? Weil wir eine extrem kurze und einfache Implementierungs- oder Integrationsphase haben. Ja, und hier sagte Andreas, der CTO von Emma, damit haben wir mindestens 6 Monate gespart im Vergleich zu anderen Systemen, die wir uns angeschaut haben. Ja, und zusätzlich ist Pulpo eine moderne Software, ein modernes Lagerverwaltungssystem, was vollständig integriert ist mit unseren Systemen. Zweites Beispiel, East Coast Lifestyle, ja, ist ein Fashion-Retailer, der hier den Fokus auf die gute Usability, auf die Benutzerfreundlichkeit legt. Denn gerade bei East Coast Lifestyle im englischsprachigen Raum ist es auch gang und gäbe, dass das Lagermitarbeiter schnell wechseln, neue Lagermitarbeiter extrem einfach und schnell ongeboardet werden können und so einfach die Effizienz im Lager erhöht und die Fehlerquote weiter gesenkt werden kann. Das jetzt nur als 2 Beispiele. Wir haben sehr viel mehr und ich lade euch da wirklich ein, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben hier eine Checkliste für euch, die könnt ihr euch downloaden. Das ist wirklich der Check für euch, um zu sehen, wie fit euer Lager ist, ja, wie fit euer Lager jetzt für die Busy Season ist, aber auch generell, was ihr tun könnt, um vielleicht euer Lager zu optimieren und über die Zeit daran zu wachsen. Ladet es euch gerne runter. Wir schicken euch auch nochmal eine Mail im Nachgang mit den entsprechenden Details. So, jetzt Frage und Antwort. Wie geht es euch damit? Habt ihr Fragen? Genau, Sebastian erwartet eure Fragen im Chat. Ich habe den Chat auch offen, sehe noch keine Fragen im Moment. Nehmt euch ruhig Zeit. Wir sind noch ein paar Minuten hier live. Ansonsten kann ich euch dazu einladen, mit uns Kontakt aufzunehmen, ja, über unseren Beratungstermin mit einem Lagerexperten oder euch einfach mal auf unserer Website umzuschauen. Da haben wir noch einige mehr Beispiele, Kundenbeispiele und Anregungen, wie ihr euer Lager streamlinen und optimieren könnt, um wirklich den Customer Lifetime Value hochzubringen, um eure Marge zu steigern und generell profitabler und zukunftsorientiert unterwegs zu sein. So, ich sehe noch keine Frage im Chat. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Teilnahme, für euer Interesse. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und da wir Freunde von direktem Feedback sind, lasst uns doch gerne nochmal hier eure Meinung da. Die Umfrage ist wieder offen. War das interessant für euch? War das wichtig für euch? Oder war da jetzt nichts Neues dabei? Gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Ich freue mich auf eure, ja, auf eure Nachricht. Tretet in Kontakt mit uns. Let's discuss und danke für eure Aufmerksamkeit. Erfolgreiche Busy Season wünsche ich euch und bis bald.